fliegen wir jetzt zum Mars. Eine neue Ära der Raumfahrt hat diese Woche begonnen. Zum ersten Mal seit 9 Jahren flog eine Besatzung amerikanischer Piloten vom amerikanischen Boden in den Weltraum und das zum ersten Mal mit einer Raumkapsel eines privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX. Und damit rückt die Besiedlung des Mars jetzt in erreichbare Nähe und es gab den ersten Kriminalfall im Weltraum. Wieso, weshalb, warum? Klick zum Science Future in der spektakulären Edition Zukunft Rowohlt. Hier gibt's 3-mal pro Woche spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das heutige Video ist eines der Themen aus meinem neuen Buch Per Aufzug in den Weltraum, erschienen im Rowohlt Verlag. Und in diesem Buch geht es um unsere Zukunft, um realistische Szenarien, wie sie aussehen könnte, wissenschaftlich begründet. Wer also einen Blick in die Zukunft werfen möchte, der sollte hier auf den Link zum Buch unterm i klicken. Lange sah es so aus, als würde die Raumfahrt auf der Stelle treten. Die USA hatten noch nicht mal mehr ein Transportmittel, um Astronauten und Astronautinnen ins Weltall zu bringen. Nach dem letzten Flug eines Space Shuttles im Juli 2011 stand die NASA mit leeren Händen da. Es schien so, als sei die bemannte Raumfahrt für die westliche Welt einfach zu teuer. Lediglich das Sojus-Programm konnte weiter genutzt werden und nur China schickte noch Taikonauten ins All, wie Astronauten und Kosmonauten ja dort genannt werden. Auch für die internationale Raumstation ISS ist keine Nachfolge in Sicht. Flüge zum Mond finden seit mehr als 40 Jahren nicht mehr statt und bei der NASA gibt es immer wieder Budgetdiskussionen. Steht die Raumfahrt also am Scheideweg? Werden wir es vielleicht nie schaffen, die Erde in nennenswerter Zahl zu verlassen? Ist die Wirtschaftsleistung unserer Zivilisation einfach zu klein, um Raumfahrt im großen Stil zu ermöglichen? Als 1969 die ersten Menschen auf dem Mond landeten, sahen die Perspektiven noch ganz anders aus. Nichts schien unmöglich und als dann die Space Shuttles an den Start gingen, erlagen alle der Illusion, was muss man sagen, dass Raumfahrt jetzt alltäglich werde. Damit war 2011 Schluss. Das Space Shuttle Programm war entgegen den ersten Kalkulationen viel zu teuer und mit 2 Abstürzen auch viel zu unsicher. 2 Katastrophen, die sich in das Gedächtnis der gesamten Menschheit eingebrannt haben. Sind wir zu weit gegangen? Ist die Menschheit an ihre Grenzen gestoßen? Lange schien es so. Doch dann tauchten ein paar Pioniere am Horizont auf, die in den letzten Jahren teils Unglaubliches geschafft haben. Ebenso ikonisch wie die Bilder der Space Shuttle Abstürze wurde im positiven Sinne die parallele Landung 2er Booster der Falcon Heavy 2018, nachdem sie von ihrer Rakete abgesprengt worden waren. Die Trägerrakete des privaten Unternehmens SpaceX von Elon Musk erbrachte den Beweis, dass die Zukunft der Raumfahrt nicht vorbei ist. Es war das letzte Zeichen dafür, dass wirklich ein neues Zeitalter angebrochen ist. Und 2020, 9 Jahre nach dem Ende des Space Shuttle-Programms, sind jetzt zum ersten Mal im regulären Betrieb wieder amerikanische Astronauten mit einer Raumkapsel zur internationalen Raumstation geflogen und auch hier war der Hersteller SpaceX. Und das ist kein nationales Ereignis. Diese Kapsel, die Crew Dragon, ist ein Meilenstein der Raumfahrt. Keine 100 Knöpfe und Anzeigeinstrumente, ein smartes Raumschiff mit Flachbildschirmen und wenigen Bedienelementen und es bietet Platz für 7 Passagiere. Diesmal sind 4 Astronauten mitgeflogen. Wir brechen in den Weltraum auf. Was vor wenigen Jahren noch als utopisch galt, ist urplötzlich denkbar und könnte morgen schon Wirklichkeit werden. Stephen Hawking lag wahrscheinlich gar nicht so falsch mit seiner vor seinem Tod nochmal bekräftigten Forderung, dass wir zu neuen Welten aufbrechen müssen. Wenn wir es nicht wagen, werden wir früher oder später hier auf der Erde durch den Klimawandel, einen Supervulkan, einen Asteroiden oder eine Pandemie vernichtet. Eine ganze Reihe von Zukunftsforschern rechnet damit in den nächsten Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Zum Beispiel Carl Sagan oder Michio Kaku. Eine Spezies, die dauerhaft überleben will, muss in die Weiten des Weltraums aufbrechen. Hawking gibt uns sogar nur noch 100 Jahre. Die Chancen, dass das machbar ist, werden tatsächlich immer größer. Zum einen wird auf immer mehr Planeten und Monden wie dem Mars oder dem Mond Wasser entdeckt, das wir auf Missionen nutzen könnten. Zum anderen wird Raumfahrt durch Pioniere wie Elon Musk oder Jeff Bezos mit ihren Unternehmen SpaceX oder Blue Origin immer preiswerter. Und das ist entscheidend für die Eroberung des Weltraums. Durch die riesigen Schritte, die dort in den letzten Jahren technisch und auch finanziell gemacht wurden, haben sich die Möglichkeiten gründlich geändert. Was vor einigen Jahren noch eine unmögliche Kraftanstrengung gewesen wäre, wirkt jetzt fast schon wie eine Spazierfahrt. Rohstoffabbau auf dem Mond? Warum nicht? Eine Marskolonie? Da schicken wir direkt mal 1000
Raketen hin und auch die sicher noch utopische Perspektive eines Aufzuges in den Weltraum scheint realistischer zu werden. Während der Start einer Saturn V noch rund $1 Milliarde gekostet hat, sind die Kosten bei den Falcon-Raketen von SpaceX inzwischen auf unter 100 Millionen Euro gefallen. Neil Armstrong hatte Elon Musk noch mit auf den Weg gegeben, dass er seine ehrgeizigen Ziele nie erreichen würde. Aber das scheint Musk nur noch mehr motiviert zu haben. Schon jetzt hat er Fortschritte erzielt, die nicht nur Neil Armstrong für unmöglich gehalten hätte. Und er ist nicht der Einzige in Aufbruchsstimmung. Ganz konkret wird gerade an einer Raumstation für den Mondorbit gearbeitet, dem Deep Space Gateway, inzwischen in Lunar Orbital Platform Gateway umgetauft. Es ist ein Projekt, an dem NASA, ESA, die russische Roskosmos, die japanische JAXA und die kanadische CSA arbeiten. Die Raumstation im Orbit soll den Mond erforschen, später eine Mondstation versorgen und als Basis auch Flüge zu weiter entfernten Zielen in unserem Sonnensystem ermöglichen. Missionen, die von dort starten, benötigen viel weniger Treibstoff, da sie nicht von der Gravitation der Erde gehemmt werden. Die NASA plant die Station im Halo-Orbit des Mondes. Hier heben sich die Anziehungskräfte von Erde und Mond für einen dritten Körper, der mit ihnen die Sonne umkreist, auf. Schon ab 2022 soll mit dem Bau der Station begonnen werden. Ende des Jahrzehnts soll sie bereits einsatzbereit sein. Und damit wäre der Betrieb einer Mondstation möglich. Vom Deep Space Gateway könnten kleinere Länder mit relativ geringem Aufwand Nachschub und Besatzung zum Mond und auch wieder zurückbringen. Alternativ oder zusätzlich böte sich hier auch schon der Bau eines Weltraumaufzuges an, da der Aufwand dafür ungleich geringer ist als auf der Erde. Die ersten beiden Module der Raumstation, eines zur Energieversorgung und ein kleinerer Wohnbereich, sollen nach derzeitiger Planung übrigens mit der Falcon Heavy Rakete in den Mondorbit befördert werden. Der Lunar Orbital Platform Gateway und eine Mondstation könnten wiederum das Sprungbrett für eine Mars-Mission sein. Elon Musk ist sogar noch ungeduldiger, wobei seine Zeitfensterangaben ja immer etwas kritisch gesehen werden müssen. Er will schon 2022 zum Mars. Sein Starship, eine Neuentwicklung, soll einen baldigen Flug zum Mars möglich machen, wobei das Datum inzwischen von der Webseite entfernt wurde. Eins muss man ihm aber lassen: Der Bau in Serie hat schon begonnen, allerdings explodieren die Prototypen noch häufiger. Es ist Musk, der mit den erwähnten 1000 Raketen den Mars besiedeln will. Das Volumen seines Starships ist mit 825 Kubikmetern größer als das eines Airbus A380. Die Starships sind damit größer als alles, was Menschen bisher ins All geschossen haben. 118 Meter ist ihre Gesamthöhe, einschließlich der Antriebsstufen. Um überhaupt zum Mars zu gelangen, fliegt das Starship erstmal in eine Erdumlaufbahn und trifft dort auf Treibstofftanks, die vorher in den Erdorbit geschossen worden sind. Sie sind gefüllt mit Methan und Sauerstoff und treiben die Rakete auf dem Flug zum Mars an. Die ersten Missionen sollen nach Wasser und Rohstoffen und Gefahren für Menschen suchen. Die ersten Menschen, die dann zum Mars fliegen sollen, produzieren dort den Treibstoff für den Rückflug zur Erde. 4 Starships sollen zunächst zum Mars fliegen, 2 bemannt und 2 unbemannt. Mit diesen Flügen soll dann die erste Kolonie aufgebaut werden. Die Starships sollen wiederverwendbar sein, um die Kosten niedrig zu halten. Mit jedem Flug plant Musk danach, 100 Menschen plus Fracht in 40 Kabinen zum Mars zu fliegen. Die Starships sind zusätzlich mit großen Gemeinschaftsbereichen und Frachträumen ausgestattet. Doch es gibt auch ungeahnte Hürden auf dem Weg ins All. Sie haben sich erst in den letzten Jahren durch den Betrieb der Internationalen Raumstation gezeigt. Unser Organismus reagiert viel heftiger auf den längeren Aufenthalt in der Schwerelosigkeit als bisher angenommen. Es fängt an mit den Augen. 2/3 aller Astronauten und Astronautinnen berichten von stark nachlassender Sehkraft. Die Augäpfel werden auf der Rückseite flacher und verschieben dadurch die Retina mit den lichtempfindlichen Zellen. Ursache sind wahrscheinlich Veränderungen des Drucks in der Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit. Auf der Erde, wenn Gravitation und stärkere Bewegungen auf das Gehirn einwirken, soll die Hirnflüssigkeit diese dämpfen. In der Schwerelosigkeit verliert sie letztlich ihre Funktion. Besatzungsmitglieder, die länger auf der Internationalen Raumstation waren, hatten danach deutlich mehr Hirnflüssigkeit und die Verformung der Augäpfel geht nach Rückkehr zur Erde eben nicht bei allen zurück. Dazu kommen Muskel- und Knochenschwund, die Schwächung des Immunsystems, die kosmische Strahlung könnte unfruchtbar machen und jüngst wurde noch das Weltraumfieber entdeckt. Im Weltraum nimmt die Körpertemperatur über 2,5 Monate um 1 Grad zu und pendelt sich dann ein. Bei körperlicher Beanspruchung steigt sie auf über 40 Grad und das ist extrem gefährlich. Wir wissen, dass ab 41 Grad Celsius Körpertemperatur Lebensgefahr besteht. Körpereigene Eiweiße verfestigen sich dann und verstopfen die Gefäße und körperliche Anstrengung ist wiederum wichtig, um den Knochen- und Muskelbau aufzuhalten. Er kann damit sogar komplett gestoppt werden, doch der Preis könnte tödliches Fieber sein.
Gleichwohl wird es immer normaler, im Weltraum zu leben mit Begleiterscheinungen, wie es sie auch auf der Erde gibt. Alexander Gerst ist der erste deutsche Kommandant der internationalen Raumstation ISS gewesen. Mehr als 200 Tage hat er am Ende insgesamt im Rahmen von 4 Missionen auf der ISS verbracht. Zum Vergleich, konventionelle Schätzungen setzen für eine Reise zum Mars 200 bis 240 Tage an. Elon Musk will es mit seiner Großraumrakete in 80 bis 120 Tagen schaffen. Alexander Gerst war übrigens der erste Astronaut, der im Weltraum ermitteln musste, was geschah in der Soyuz-Kapsel, die ihn zur ISS gebracht hatte. Plötzlich entwich aus der ISS nämlich die Atemluft. Das Team musste das Leck finden und spürte es in der Soyuz-Kapsel MS-09 auf. Das Erschreckende, es war ein Loch und dieses Loch war von Menschenhand gebohrt worden. Was ist dort also passiert? War es eine Schlampigkeit auf der Erde bei der Fertigung der Kapsel oder war es sogar Sabotage? Die russische Weltraumagentur Roskosmos hat von Gerst und seinen Kollegen Proben der Außenhaut rund um das Loch zur Untersuchung bekommen und Dmitri Rogozin, Chef von Roskosmos, meint, dass die Ursache für das Loch klar sei. Er würde sie jedoch nicht veröffentlichen. Es gibt also noch viele Risiken bei längeren Raumfahrtmissionen. Einige können wir vielleicht minimieren, mit anderen müssen wir im Weltall wahrscheinlich leben. Dieses und viele andere Themen aus unserer Zukunft findet ihr in meinem neuen Buch Per Aufzug in den Weltraum. Wie hat es euch eigentlich gefallen? Schreibt es gerne hier unter das Video und wer es noch nicht hat, einfach hier klicken oder zur nächsten Buchhandlung gehen oder in die Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und klickt zum Treubleib. Bis dann. Bleibt dran.